Für das letzte von den drei Spielen braucht ihr wieder einen Mitspieler, zwei Teppichfliesen pro Spieler und Hütchen, die den Anfang und das Ende markieren. Nun geht es darum, dass ihr einen Wettkampf gegen euren Mitspieler macht. Und zwar stellt ihr euch auf die Teppichfliesen mit beiden Füßen drauf und versucht einmal im Kreis herumzulaufen um die Bahn. Das Ganze macht ihr gegen euren Mitspieler. Ihr könnt aber auch mehrere Runden machen, je nachdem. Gewonnen hat der, der zuerst wieder im Ziel ist. Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay. Dann machen wir jetzt noch die andere Dings. Wir machen es jetzt. Da würde ich halt eine Runde machen. So. Ja. Wir wechseln dann einmal, okay? Ja. Nach der zweiten Runde wechselst du. Okay. Das heißt, du ziehst mich jetzt vielleicht zuerst und dann mache ich. Wechseln wir hier. Okay. Soll ich sagen, fürs letzte Spiel? Nee, wir haben noch eine Variation für euch oder so. Ja. Wir haben noch eine Variation für euch. Dafür benötigt ihr zwei Teppichfliesen und wieder einen Partner. Ihr könnt das Ganze auch gegeneinander machen, dann müsstet ihr halt zu viert sein. Auch wieder zwei Hütchen. Und es geht darum, dass der Partner euch so schnell wie möglich um die beiden Hütchen zieht. Dann wechselt ihr das Ganze.